wird mal eine schöne Hängebrücke. Und dann da unser Mittagsrastplatz. Jetzt sind wir wieder von 1500 Meter, wo wir zu Mittag gegessen haben. Innerhalb 50 Minuten. Geht auf 1850 Meter oben. Die Zelte sind bestellt hier. Oder sind sie gerade dran? Mit Mais und Herdöpfeln. Die Sherpa, die hier oben wohnen, sind Chauri und Jagdbesitzer, also nicht unbedingt alles aus der Landwirtschaft. Sie kommen mit den Feldern. Echt eine anständige Ortschaft. Gerade außerhalb von Nungtala haben wir eine Papierfabrik. So, wir haben unseren heutigen Tag beendet, was das Wandern angeht. Bei Nuntala. Wo geht er? Ja. Was ist hier an? Es ist Montag am Morgen, wir haben ein bisschen Nebel, aber jetzt gibt es noch einen anständigen Aufstieg, dann schafft das wahrscheinlich gerade nicht. Das ist die Schwiegermutter von Herrn Gopal. Für heute haben wir den Aufstieg geschafft. Es sind etwa zwischen 2.900 und 3.000 Meter oben. Immer noch ein bisschen im Nebel drin. Aber jetzt gehen wir hier runter. Dann auf der anderen Seite. Morgen wieder rauf. Dann da hinten. Rechts um die Ecke. Wir sind hier in Solokumbu angekommen, wo wir jetzt zu Mittag essen.
Schöne, wunderbare Hängebrücke. Wie es so ist, das fällt dann wieder auf. Jetzt gerade 3:30. Ich bin mit zwei Sherpa vorausgegangen. Sind wir dann in diesem Thamser Kuh angekommen, wo unser heutiger Camp aufgeschlagen wird. Jetzt haben sie pressiert, um da raufzukommen. Und für sich die Zeit etwas zu verdören, fangen sie an zu spielen. Die ein bisschen ausgerubelt haben, fangen jetzt an, die Zelte aufzustellen. Typisch für das Solutal sind da die Weiler mit ihren Weizenfeldern und den brachliegenden Erdöpfelfeldern und den einheitlichen Häusern. Dahinter gehen wir nachher morgen am Mittwoch. Es ist dann Pass, der Lamschura. Da sehen wir jetzt schon für unser heutiges Ziel, Lambesi. Das ist der Schulplatz
von Chumbesi. Die Kinder haben sich gerade besammelt. Es werden schön, anscheinend klassenweise, werden sie da eingereiht. Nach dem Drillprogramm geht es in die Klasse. Das ist unser Camp in Chumbesi. Alle benutzen gerade die Gelegenheit zu waschen und schon ein bisschen das Zeug auszulüften. Schön, wie alle einander helfen da. Das sind unsere Single da. Auch das muss einmal sein, eine Auslegeordnung, Bestandesaufnahme. Wenn man bedenkt, dass wir schon die Hälfte von der Tour fertig haben, was da alles muss mitgeschleift werden. Ananas, Fruchtsalat, Burnet Beef, Schokolade, Böndli, Hamburgerwürstli, Thunfisch, Konfitüre, alles muss mitkommen. Wow.